Willkommen in meiner Privatpraxis für präventive und mitochondriale Medizin. Wir, meine Mitarbeiter und ich, setzen hier eine individualisierte Medizin um. Ihre Fragen zu besprechen und die Ursachen für Ihre Probleme zu analysieren, ist unser Anspruch. Dabei stehen Sie in unserem Mittelpunkt, nicht ein Standard, nicht eine Leitlinie und nicht die berüchtigten 5 Minuten der Standardmedizin. Drei Prinzipien unterscheiden meine Praxis von diesem Standard der Reparaturmedizin. Wir machen hier orthomolekulare Medizin, mitochondriale Medizin und präventive Medizin. Unter orthomolekularer Medizin versteht man die Therapie von Krankheiten und Funktionsstörungen des Körpers mit körpereigenen Stoffen in therapeutischen Konzentrationen. Das führt zu viel Wirkung und keiner Nebenwirkung. Unter einer mitochondrialen Medizin versteht man eine Medizin, die die Frage stellt, warum die Energieproduktion der Zelle nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Es ist einfach nachzuvollziehen, dass ohne Energie eine Zelle nicht mehr ihren vollen Funktionsumfang erfüllen kann. Alle chronischen Erkrankungen haben einen mitochondrialen Ursprung. Das Ziel der präventiven Medizin ist, Krankheitsprozesse so frühzeitig zu erkennen, dass die Krankheit selber nicht zum Ausbruch kommt. Das unterscheidet sie vom jetzigen Ansatz der Standardmedizin, in der man einfach so lange wartet, bis eine chronische Krankheit sich manifestiert. Für die Diagnose mitochondrialer Störungen stehen uns heute eine steigende Zahl moderner biochemischer und molekularbiologischer Diagnoseverfahren zur Verfügung. Zu diesen Therapien gehört zum Beispiel die Intervallhypoxie-Hypooxid-Therapie, eine Therapie mit viel und wenig Sauerstoff, mit denen man mitochondriale Funktionen wieder regenerieren kann. Die individuelle Kombination von verschiedenen Therapieverfahren, zu denen Sie mehr Details auf der Internetseite der Praxis oder auf der Internetseite des Instituts für mitochondriale Medizin finden, führt zu einer individualisierten Lösung Ihrer Probleme.